Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid zu diesem top- und brandaktuellen Video. Denn gerade erst vor ein paar Tagen hat Liquid Elements mit dem Recover eine brandneue Reifenpflege auf den Markt gebracht, wo einiges versprochen wird. Und da habe ich dieses Mal ganz, ganz schnell auf den Bestellbutton gedrückt, denn ich wollte euch dieses Produkt nicht vorenthalten und deswegen schauen wir uns das jetzt gemeinsam in diesem Video an. Also, wir brauchen noch nicht lange, um den heißen Brei herumzureden. Das Recover ist eine Reifenpflege. Jetzt werden die ersten von euch sagen, halt mal, Liquid Elements hat doch schon eine Reifenpflege. Und da habt ihr völlig recht, denn es gab bisher das Back in Black. Das war eine Kunststoff- und Reifenpflege in einem. Ihr seht schon, mit dieser Schwarzfärbung. Es gab hier mal eine Umstellung von der weißlichen Flüssigkeit hier auf die schwarze. Aber das Entscheidende ist hier, das Back in Black war, wenn es um den Auftrag auf Reifen geht, immer eher auf der matten, auf der natürlichen Seite, wenn wir uns das Finish anschauen. Und da hat Liquid Elements jetzt offensichtlich eine Lücke im eigenen Sortiment entdeckt und hat sich gesagt, wir brauchen auch noch, und das steht hier schon drauf, Advanced High Gloss Tire Gel. Also sie brauchen auch noch eine Reifenpflege, die für Glanz sorgt. Duftrichtung steht hier vorne bereits drauf, Bubblegum Burst. Ich kann euch sagen, es riecht nach und erinnert mich nach Traubensaft so ein bisschen. Von den Produktversprechen her wird hier ganz klar gesagt, erzeugt einen extremen, einen starken Glanz, ist für Gummioberflächen entwickelt, also ganz klar nur noch für die Reifen und nicht mehr ein Kombiprodukt auch für Kunststoff. Und es wird auch gesagt, es soll eben in die Gummifläche einziehen und da einen starken hydrophoben Effekt erzeugen. Anwendung ganz einfach, die verschmutzten Reifen natürlich reinigen, das Produkt nachher auftragen, abtrocknen lassen und ganz, ganz wichtiger Hinweis, erst nach 3 bis 4 Stunden ist die Versiegelung am Reifen wetterfest. Das heißt, das müsst ihr hier einziehen lassen. Den untersten Hinweis finde ich super, dass das Liquid Elements anbringt, nicht für Motorrad- und Fahrradreifen geeignet, weil da besteht dann Rutschgefahr. Was mir auch auffällt, keinerlei Sicherheitshinweise oder Warnhinweise hier auf der Flasche drauf. Das heißt, das scheint auch ein relativ unbedenkliches Produkt zu sein. Die 500 Milliliter hier kosten 15 Euro. Das ist, muss man sagen, relativ viel Geld, denn die Liquid Elements Back in Black hat in der Literflasche auch 15 Euro gekostet. Das heißt, das neue Produkt hier ist doppelt so teuer. Aber jetzt muss man das Ganze ein bisschen relativieren, denn das gute alte Meguiar's Endurance Tire Gel hat weniger als 500 Milliliter, das hat nämlich 473 Milliliter hier drin, kostet ebenfalls um die 15 Euro. Ja, weil es dieses Produkt schon so lange auf dem Markt gibt, kriegt man das manchmal gerade bei Amazon auch ein bisschen günstiger, aber auch das hier kostet um die 15 Euro. Und auch das bekannte Sonax Extreme Reifenglanz Gel hier noch im alten Flaschendesign, die aktuelle Flasche ist orange, kostet für 500 Milliliter 20 Euro. Ja, auch das kriegt ihr mal bei Amazon für 15 Euro, dann ist es gleich teuer wie das Liquid Elements. Aber wie gesagt, wenn man es mit den Mitbewerbern vergleicht, ist das hier gar nicht so teuer. Und damit habe ich alles gesagt, was es zum Produkt zu wissen gibt und wir können zum Testen übergehen. Zur Vorbereitung der Reifen auf diesen Test werde ich sie jetzt in dem ersten Schritt mal reinigen. Dafür nehme ich heute den Dorochoose Pneu Look. Ein dedizierter Reifenreiniger steht ja auch hier drauf. Und eins der ganz, ganz wenigen Produkte von den Shiny Chiefs, das mich überzeugt hat, diese Reifenbürste hier. Überzeugt hat sie mich aufgrund der Form, die sehr gut in der Hand liegt, aber trotzdem nicht groß genug ist, sodass man hier Gefahr läuft, immer ständig über die Felgen drüber zu reiben. Aber halt, wie oft bei den Shiny Chiefs, vergleichsweise teuer. Und jetzt auch von der Qualität her, ihr seht, ich habe sie schon ein paar Mal verwendet, die werde ich irgendwann ersetzen müssen. Also müsst ihr euch nicht unbedingt holen, es gibt auch gute Alternativen von Gion zum Beispiel, aber die hier einfach aufgrund der Form, die mag ich sehr. Dann würde ich sagen, wir starten mal, wie immer, Chemie gut schütteln, weil wenn sich hier was absetzt, dann habt ihr natürlich nicht allzu viel davon. Wenn ihr dann nur das abgesetzte Produkt aufsprüht und ganz, ganz wichtig, generell achtet auf euren Arbeitsschutz, tragt zumindest Handschuhe. Reifenreiniger sind in der Regel relativ aggressive, meist hochalkalische Produkte, die unter anderem dafür gemacht sind, dass sie sehr gut in poröse Oberflächen, die Reifen ja sind, eindringen und da den Schmutz rausziehen. Da würde ich jetzt wirklich mindestens Handschuhe tragen und wenn ihr nicht sicherstellen könnt, dass euch das Zeug hier durchs feine Vernebeln beispielsweise zufällig oder aus Versehen in die Augen gesprüht wird, würde ich euch auch raten, einen Augenschutz und eine Atemschutzmaske zu tragen. Gut,
Sprühkopf auf On, ihr seht schon, vernebelt wirklich schön fein und dann sprühen wir hier diese Reifen in einem ersten Schritt mal ein. Lassen der Chemie kurz Zeit, die muss natürlich wirken. Ich sprühe mir hier schon mal die Reifenbürste zusätzlich ein. Also der Sprühnebel, sehr, sehr, sehr fein hier, dadurch verbraucht man nicht so viel Produkt. Vom Geruch her erinnert er mich sehr, sehr stark an den Stjerna Gloss First. Ich glaube, das ist von den Inhaltsstoffen her was Ähnliches, definitiv nicht das Gleiche, aber was Ähnliches. Das heißt, hier wird irgendein Derivat von Orangenöl drin sein, das aus Orangenschalen gewonnen wird. So schmutzig scheinen die Reifen hier jetzt nicht zu sein, weil eine starke bräunliche Verfärbung sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Ah, jetzt sehen wir sie aber ganz deutlich. Ja. Ja, jetzt sehen wir sie wirklich, wirklich deutlich. Also, dann werde ich jetzt hier mal diesen Reifen komplett reinigen. Der Reiniger erzeugt einen sehr, sehr guten, schönen Gleitfilm hier am Reifen. Also es lässt sich sehr gut arbeiten. Und was mir extrem gut gefällt, er schäumt nicht zu sehr auf, weil Reiniger, die das tun, die tendieren dann dazu, dass sie gerade in Kombination und unter Verwendung von so einer Reifenbürste, schaut mal den Schmodder an, der herunterkommt, die tendieren dazu, dass sie dann überall rumspritzen. Und das hier gefällt mir also von der Verarbeitung wirklich, wirklich gut. So, haben wir die erste Runde bereits hinter uns. Spülen kurz ab. Wie gesagt, gerade bei Reifenreinigern wichtig, weil das sind aggressive Chemikalien, spült die Rückstände auch sehr, sehr gut von den Felgen immer runter, weil sonst kann es hier wirklich sein, dass euch die Felgen angegriffen werden. Der Reifen sieht jetzt gerade im Moment sehr, sehr, sehr gut und sauber aus. Aber müssen wir uns nachher nochmal anschauen, wenn er dann getrocknet ist. Und vor allem schauen wir mal, wie es jetzt nach einer zweiten Runde ausschaut. Was ich noch hier dazu sagen muss, das sind Dunlop-Reifen und zwar Runflat-Reifen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kann sein, dass das hier irgendeinen Einfluss hat. Runflat-Reifen verfügen ja in der Regel über sehr, sehr starke, verstärkte Seitenwände. Vielleicht hat das jetzt eine Auswirkung auf die Testresultate, also das hier bitte im Hinterkopf behalten. Weil es gilt ja generell für alle Tests, die wir und die anderen durchführen, es kommt immer auch auf die Oberfläche an. Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff, Reifen sind nicht gleich Reifen, Lack ist nicht gleich Lack und so weiter. So, wir gehen jetzt hier nochmal drüber. Und wir sehen, es kommt immer noch zu einer bräunlichen Verfärbung. Das heißt, ganz alles entfernt haben wir im ersten Durchgang noch nicht. Aber der Schaum, der jetzt hier sich hier bildet, ist schon deutlich weißer oder sagen wir mal heller. Und da auf der Seite ist er sogar schon ziemlich weiß, muss ich sagen. Also sind wir von der Reinigung her fast schon durch, kann man sagen. Hoppla, das nehme ich gleich zum Anlass, um wieder abzuspülen. Ihr habt auch beim Abspülen gesehen, dass die Eigenschaft, dass der nicht ganz so stark aufschäumt, uns auch beim Abspülen hilft, weil hier es nicht ständig wieder zu einer Schaumbildung kommt. Jetzt habe ich noch zusätzlich die Bürste kurz ausgespült, weil es kann ja sein, dass ich jetzt beim zweiten Durchgang schon die Ergebnisse verfälscht habe, weil ja hier noch Restschmutz drin war und der Reiniger den einfach wieder aus der Bürste rausgezogen hat und wir deswegen schon wieder eine bräunliche Verfärbung gesehen haben. Wir gehen jetzt ein drittes Mal, beziehungsweise sagen wir mal ein zweieinhalbtes Mal drüber und schauen mal, ob es jetzt mit der sauberen, gereinigten Bürste nochmal zu einer Verfärbung kommt. Nein! Seht ihr? Man muss beim Testen immer aufpassen, was man tut. Das war ganz klar mein Fehler, weil jetzt haben wir einen sauberen weißen Schaum und keine, ja, ihr seht, keine Verfärbungen mehr drin. Das heißt, der Reiniger hat hier den ganzen Schmodder runtergeholt. Er hat wahrscheinlich auch Antioxidantien aus dem Reifen rausgezogen, die ja da drin sind und die für diese typische Braunverfärbung sorgen. Aber das sieht jetzt sauber aus.
Und damit ist, ja, ihr seht es hier auch an der Bürste, dieser Reifen hier gereinigt. Ich würde jetzt mal sagen, tendenziell können wir sagen, dass er schon nach dem ersten Mal gereinigt hatte. Und das war, wie gesagt, mein Fehler hier mit der nicht gereinigten Bürste. Ich werde das auch nicht rausschneiden aus dem Video. Ihr sollt das sehen, dass man hier immer aufpassen muss. Sehr gut, ist ein wirklich, wirklich schönes Produkt, gefällt mir. Aber da kommt noch ein Einzeltest, weil ich möchte mir hier dann auch so Sachen anschauen, wie zum Beispiel, wie gut kriegt der Reste von alten Reifenpflegen runter und vor allem auch Materialverträglichkeitstests. Fürs Erste, geiles Zeug. Ich werde jetzt auch auf der Fahrerseite den Reifen noch reinigen. Hier seht ihr schon, da sind definitiv Verschmutzungen drauf. Ich werde wieder die gereinigte Bürste von den Shiny Chiefs nehmen und dieses Mal hier auf dieser Seite das FX Protect Tire and Rubber Cleaner, den FX Protect Tire and Rubber Cleaner, der laut Anleitung gebrauchsfertig ist, kann aber auch 1:4 bis 1:10 verdünnt werden. Gut, ich verwende ihn jetzt mal hier pur, gut schütteln wie immer und dann, auch der seht ihr schon, verteilt sehr, sehr fein und dann sprühen wir den mal auf, aber ihr seht auch schon, der schäumt beim Aufsprühen schon auf und ihr seht auch schon, der verfärbt den Reifen sofort braun. Sehr, sehr spannend. Mal hier noch rein. Und dann fangen wir hier mit der Reinigung an. Ja, also verfärbt sich definitiv sofort braun, aber weist den gleichen chemischen, leicht stechenden Geruch auf, wie beispielsweise auch der von Shiny Garage oder wie der von Gion. Also der Dodo Juice ist definitiv angenehmer, aber der zieht hier ordentlich Schmutz raus, das sieht man. Gut, erste Runde durch, wir spülen ab. Ich habe aus meinem Fehler gelernt, die Bürste ist gereinigt vor dem zweiten Durchgang. Wir sprühen nochmal auf. Und jetzt sehen wir schon, der Schaum bleibt jetzt weiß. Also auch der FX Protect scheint hier seinen Job zu machen beim ersten Durchgang. Ja, Schaum bleibt weiß, das heißt Verschmutzungen, sei es jetzt von der Straße, Trafficfilm oder von der Bremsanlage irgendwelche Partikel oder die Antioxidantien, die wir aus dem Reifen rausziehen, sind hier beim ersten Durchgang bereits entfernt worden. Sehr gut, also auch der FX Protect reinigt sehr gut, aber auch da ein ausführlicher Test folgt noch. Also wie ihr gesehen habt, Reifen ist soweit gereinigt, der sieht jetzt auch wieder schön aus, aber natürlich komplett matt und natürlich, ohne dass jetzt hier was drauf ist. Ich werde jetzt das Recover auf der linken Seite hier auftragen und auf der rechten Seite im direkten Vergleich das Liquid Elements Back in Black, die alte Reifen- und Kunststoffpflege. Die war ja, wie ihr wisst, eher immer auf der matten Seite und hat auf Reifen nur ganz, ganz, ganz einen leichten Effekt erzeugt. Und da soll jetzt halt das Recover einen deutlich stärkeren und vor allem einen Glanzeffekt erzeugen. Für den Auftrag werde ich jetzt dieses Mal die Detailers Pads, die Reifenauftragepads von Fireball verwenden, die eine perfekte Form haben und einen relativ dichten Schaumstoff haben, sodass da nicht zu viel einzieht. Gut, wir fangen mit dem Back in Black, mit dem alten Produkt an. Da gab es ja auch zwei Varianten. Das ist schon die neuere, die mit der schwarzen Färbung. Dann geben wir uns hier was ins Pad rein. Das war viel zu viel. Wahrscheinlich für diese kleine Fläche, aber das wird jetzt garantiert reichen hier. Das hier riecht klassisch nach dem Liquid Elements Cherry Tech, also Kirschcola sozusagen. Jetzt fangen wir hier an. Jetzt am Anfang weist das noch einen relativ starken Effekt auf, weil ja natürlich hier auch alles jetzt feucht ist von dieser Pflege. Schau, dass das hier ordentlich verteilt wird. Das hier, Dennis weist uns immer wieder darauf hin, nicht vergessen, weil das sieht einfach scheiße aus, wenn wir da drin dann das nicht applizieren. So, und jetzt fängt es schon an einzutrocknen. Ihr seht das hier, beziehungsweise einzuziehen. Und damit haben wir das aufgetragen. Grundsätzlich, der Auftrag funktioniert super einfach, super angenehm. Da gibt es nichts am
Back-to-Black auszusetzen, aber man muss das Finish halt mögen, zeige ich euch gleich. Jetzt nehme ich mir hier ein neues Auftragepad fürs Recover. Nehme mir das Recover, schüttel auch das ordentlich. Da steht der Geruch schon drauf, Bubblegum Burst. Eine ganz andere Konsistenz, die aber sehr, sehr ähnlich zum Meguiar's Endurance ist. Ja, Bubblegum, ja, beziehungsweise man könnte auch sagen, so ein bisschen nach Traube. So, der Auftrag geht nicht ganz so leicht von der Hand wie beim Back to Black. Da stockt das Pad auch ein bisschen mehr, beziehungsweise man braucht auch ein bisschen mehr, ja, man braucht mehr Produkt, definitiv. Ist nicht ganz so ergiebig in dem Sinn wie das Back in Black. Aber ich denke, wir sehen jetzt schon, wo die Reise in Bezug aufs Finish hingeht. Aber ich muss wirklich sagen, man braucht mehr von Produkt, weil es sich nicht ganz so gut im Applikator verteilt und es nicht ganz so gut vom Applikator runter in den Reifen geht. Also rein vom Auftrag her würde ich sagen, ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, wir schauen uns vor allem das Finish an. Lassen das jetzt gut ablüften und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich denke, das, was für viele von euch spannend sein wird, ist, wie sich das Recover von Liquid Elements, das neue Hochglanzreifendressing, im Vergleich zu den zwei, sag jetzt mal, klassischen glänzenden Reifenpflegen schlägt, nämlich einerseits das Meguiar's Endurance und die Sonax Extrem Reifenglanz Gel Pflege. Pflege habe ich jetzt hinzugefügt, damit das von der Sprache her stimmt. Man sei mir verziehen. Also, ich habe wieder die drei Applikatoren-Pads hier schon vorbereitet. Wir fangen wieder mit dem Liquid Elements an. Gebe mir da wieder eine neue Ladung auf den Applikator drauf. Trage das jetzt hier in der Mitte auf. Die zwei nehme ich runter, sonst fallen sie mir nämlich. Trage das hier schön satt auf. Dann war das. Also ich bleibe dabei, Auftrag ist nicht ganz so einfach und so angenehm. So, dann haben wir das hier mal aufgetragen. Ich werde jetzt hier auf der linken Seite vom Reifen das Sonax verwenden. Ihr seht schon, weist eine sehr ähnliche Konsistenz auf. Geruch, ja, Kokos, also sehr ähnlich wie der Brilliant Shine Detailer. Ich würde sogar sagen, das ist tendenziell der gleiche Geruch, aber der Auftrag ist sehr, sehr viel angenehmer als beim Liquid Elements, weil das Pad nicht so stockt und weil die Reifenpflege sich besser auf den Reifen übertragen lässt vom Applikator. Gut, dann haben wir das Sonax hier soweit appliziert und dann hier auf der rechten Seite kommt das Meguiar's drauf. Da seht schon rein von der Farbe und von der Konsistenz her sehr ähnlich wie das Liquid Elements. Ich glaube, da hat sich LE auch so ein bisschen an dem Produkt hier orientiert, weil ich glaube, man könnte schon sagen, unter den glänzenden Reifenpflegen ist das so ein bisschen der Marktführer. Oder sagen wir mal eins der bekanntesten Produkte. Ja, vom Auftrag nicht so einfach wie das Sonax. Sehr ähnlich wie das Liquid Elements. Man muss ein bisschen mehr Produkt verwenden und man muss es besser länger verteilen auf dem Reifen. So, aber auch das schafft man in dem Sinn. Und dann geben wir jetzt auch den Produkten hier genug Zeit, um abzulüften und schauen uns danach das Finish an. Also, es sind jetzt knapp 1,5 Stunden seit dem Auftrag vergangen. Ich glaube, wir sehen es auch schon, ohne dass ich das Klebeband abziehe, was hier der Unterschied ist und was passiert ist. Ich ziehe das jetzt trotzdem mal ab. Zur Erinnerung, hier links das neue Liquid Elements Recover drauf, hier rechts das Liquid Elements Back in Black. Und ihr seht schon, Abdunkelungseffekt hier auf der linken Seite deutlich stärker, auch gerade im Vergleich hier zur unbehandelten Seite. Jetzt hier auf diesem Reifen kann man nicht sagen, dass das Back in Black gar nichts gemacht hat, definitiv nicht. Es ist ein sichtbarer Effekt vorhanden. Aber man sieht auch ganz klar, das hier ist
auf der sowas von matten und natürlichen Seite. Und das ist ja jetzt das Schöne, wenn man im Sortiment von Liquid Elements bleiben will, kann man sich jetzt hier entscheiden, will man was Mattes, Natürliches, aber trotzdem Sattes haben, dann ganz klar Back in Black. Will man was Glänzendes haben, was stark abdunkelt, dann ganz klar eher das neue Recover. Wir schauen uns das Ganze auch noch ein bisschen aus der Nähe an. Hier den doch sehr, sehr starken Abdunkelungseffekt vom neuen Recover noch ein bisschen deutlicher sehen und auch den Glanzeffekt, den es erzeugt. Hier nochmal aus einem anderen Winkel. Also ich glaube, gerade jetzt hier in dem Bereich im Unterschied zu der Fläche sieht man es doch recht deutlich, dass das Recover tatsächlich und signifikant mehr Glanz erzeugt. Hier auf der Beifahrerseite schauen wir es uns natürlich auch noch an, denn wir wollen ja auch noch wissen, wie das neue Recover im direkten Vergleich mit den zwei, ja, ich nenne es mal Platzhirschen unter den glänzenden Reifenpflegen, mithalten kann und wie es hier im direkten Vergleich aussieht. Schauen wir uns das Ganze auch aus verschiedenen Blickwinkeln noch an. Aber was mir hier jetzt doch recht deutlich auffällt, zeige ich euch jetzt gleich mal noch aus der Nähe. Und zwar sieht man bei allen drei Reifenpflegen, dass sie nach 1,5 Stunden hier nicht komplett in den Reifen eingezogen sind und noch so leicht nasse Überstände überlassen haben. Und wenn ihr da jetzt losfahren würdet, dann kann ich euch garantieren, dass euch die Reifenpflege, da sieht man es auf der Fläche vom Sonax ganz deutlich, dass euch die Reifenpflege dann hier auf die Seite vom Auto drauf spritzen würde. Und das würde dann wieder hässliche Flecken erzeugen. Jetzt muss man hier aber ganz klar sagen, dass das Meguiar's am besten in den Reifen eingezogen ist. Liquid Elements und Sonax deutlich stärker ausgeprägt, diese einzelnen nassen Stellen. Beim Meguiar's sieht der ganze Reifen eigentlich relativ trocken aus. Deswegen habe ich mir jetzt mal noch so ein ADBL One-Shot Mikrofasertuch geschnappt. Das sind die in der praktischen 50er Tuchbox. Jetzt werde ich mal hier auf der Seite vom Liquid Elements einmal drüber wischen. Ja, ich habe jetzt mal ein ganz kleines Stück noch ausgelassen. Ihr seht es auch, wo das ist. Jetzt sehen wir Folgendes. Ja, die Überstände sind jetzt weg. Wir haben immer noch einen Abdunkelungseffekt, aber dieser Glanzeffekt, der ist jetzt fast vollständig weg. Und das ist halt ein Phänomen, das weisen eigentlich fast alle glänzenden Reifenpflegen auf. Ich wische jetzt hier mal noch beim Meguiar's ebenfalls drüber. Da ist es deutlich weniger ausgeprägt, aber auch hier sehen wir jetzt eine Mattierung. Und jetzt hier beim Sonax, natürlich immer mit einer frischen Tuchseite, ja auch da. Wir sehen ganz klar, ich habe bis hierhin gewischt, hier ist es jetzt deutlich weniger ausgeprägt, dieser Glanzeffekt. Und ich jetzt hier einmal komplett nachwische, dann habe ich das Risiko für Spritzer durch die Reifenpflegen zwar minimiert, aber ich verzichte halt auch auf diesen Glanzeffekt. Und das ist etwas, über das müssen wir gleich im Fazit reden, aber das ist absolut typisch für solche glänzenden Reifenpflegen. Jetzt sagt ja Liquid Elements auch, dass das neue Recover eine hydrophobe Oberfläche am Reifen erzeugen soll. Und deswegen schauen wir uns das natürlich auch noch an. Ich fange mal hier auf der Seite vom Back in Black an. Ja, also ihr seht, gerade da im Vergleich zur unbehandelten Fläche, ja, das Wasser läuft ab, aber von einer Perlenbildung per se würde ich jetzt hier nicht sprechen. Und jetzt hier beim Recover, ja. Also da kann man schon von einem wirklich, wirklich guten und starken Abperlverhalten sprechen. Dann ist es hier jetzt spannend zu sehen, wo wir nachgewischt haben, ob hier das Abperlverhalten auch noch so stark und vorhanden ist. Und nein, ihr seht, deutlich weniger ausgeprägt.
Also immer noch gut hier im Vergleich zur unbehandelten Fläche. Und jetzt, die Tropfen ziehen sich schon schön zusammen, aber ganz, ganz klar nicht so stark wie auf der anderen Seite drüben, wo ich nicht nachgewischt habe. Und hier auch im Vergleich zum Meguiar's. Da schaut das Liquid Elements doch besser aus, muss ich sagen. Aber nicht viel. Und das Sonax, ja, schaut mal hier. Das Sonax weist hier ganz klar, auch trotz dem Nachwischen, noch das Beste, das bessere Abperlverhalten auf. Wie wichtig das jetzt für eine Reifenpflege ist, sei mal dahingestellt. Wenn euch das wichtig ist, dass auch eure Reifen ein Abperlverhalten aufweisen, dann würde ich jetzt mal sagen, alle drei okay, deutliche Vorteile für Sonax, und wenn ihr nicht nachwischt, dann logischerweise sieht das Ganze noch besser aus. Bevor wir also zum Fazit oder zu meinem Fazit zum Recover kommen, noch folgender Hinweis. Ich sage es euch immer wieder, alle Autopflegeprodukte sind kompromissbehaftet. Das, was ihr in Bezug auf Reifenpflegen wissen müsst, die einen besonders hohen Glanz mit sich bringen, ist das folgende. Reifen- oder Gummioberflächen sind kein Lack. Und das, was eben Reifen- oder Gummioberflächen vom Lack unterscheidet, ist, dass sie porös sind, dass sie offen sind. Das heißt, diese Produkte müssen ja auch bis zu einem gewissen Grad da eindringen und bleiben dann in diesen Poren hängen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, diese Produkte können nicht in gleichem Maße eine Verbindung mit der Reifenoberfläche eingehen, wie es eine Versiegelung am Lack kann. Das gibt die Chemie und das gibt die Gummioberfläche eben einfach nicht her. Und das heißt eben, dass diejenigen Produkte, die Reifen pflegen, die einen besonders hohen Glanz erzeugen, immer bis zu einem gewissen Grad nur auf der Oberfläche aufliegen werden, da keine feste Verbindung eingehen werden. Und deswegen weisen diese Produkte immer inhärent auch ein höheres Risiko dafür auf, dass ihr Spritzer auf der Seite vom Auto habt. Und man muss eben auch wissen, dass alle Produkte, ich habe bisher keine Reifenpflege getestet, die einen besonders hohen Glanz erzeugt, die diesen Glanz über Wochen hinweg halten würde. Alle diese Produkte halten maximal ein paar Tage und das gilt eben auch fürs brandneue Recover. Dahingehend ist es nicht besser oder nicht schlechter als das Meguiar's Endurance oder das Sonax Reifenglanz gilt. Was heißt das jetzt in Bezug auf das Fazit zum Recover? Wenn wir uns das Sortiment von Liquid Elements anschauen, dann ist es eine sinnvolle Erweiterung. Das Back in Black war immer die matte Reifenpflege, ein sehr natürliches Finish, und das neue Recover bietet halt eher ein glänzendes Finish. Aber muss man halt auch dazu sagen, dieses glänzende Finish wird nicht ewig lange halten. Das ist ganz klar für mich ein Show-and-Shine-Produkt. Ihr steht an einem Treffen, ihr wollt, dass eure Reifen so richtig schön speckig glänzen, dann ist das hier ein ideales Produkt. Es ist aber in keinster Weise besser oder schlechter als das Sonax Reifenglanzgel oder das Meguiar's Endurance. Es kostet aber auf der anderen Seite auch nicht mehr. Auch das hier bringt einen angenehmen, einen ausgeprägten Duft mit sich. Also würde ich persönlich sagen, und deswegen habe ich es mir hier unten bereits bereitgestellt, das Liquid Elements Recover reiht sich hier einfach in die Reihe der Reifenpflegen ein, die einen besonders ausgeprägten Glanz auf eurem Reifen erzeugen. Und damit kann ich es eigentlich als Alternative zu diesen beiden Produkten empfehlen, wenn die mal nicht verfügbar sein sollten. Denn gerade das Meguiar's Endurance Tire Gel war in den letzten Wochen und Monaten teilweise schwer zu bekommen, weil hier Meguiar's Lieferprobleme hatte, weil sie wahrscheinlich einfach die Rohstoffe nicht bekommen haben. Auch muss man dazu sagen, hier auf der Flasche von Meguiar's ist ein Warnhinweis mit drauf, das Ausrufezeichen. Auf der Flasche vom Sonax ist kein Warnhinweis drauf, auch auf der Flasche vom Liquid Elements nicht. Also da könnte man jetzt wieder sagen, ja, warum nicht? Dann greift doch bitte zu diesen beiden Produkten, wenn ihr deutsche Hersteller unterstützen wollt. Die Hersteller schaffen es, die gleiche Leistung in Bezug auf Glanz, auf Hydrophobie und auf Standzeit zu erzeugen, wie das Meguiar's, ohne dass entsprechende Sicherheitshinweise hier auf den Flaschen drauf sind. Also kann man sich das hier wirklich anschauen. Also nochmal kurz zusammengefasst, nein, das Recover ist kein revolutionäres Produkt. Das Recover macht nichts besser, als es die bestehenden Alternativen am Markt schon machen. Aber auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, es macht nichts schlechter. Es kommt von einem deutschen, von einem sehr viel kleineren Hersteller, als es Sonax und Meguiar's sind. Es wird zu einem fairen Preis angeboten, denn es kostet gleich viel oder weniger wie die Alternativen von Sonax und Meguiar's. Und damit müsst ihr am Ende des Tages entscheiden, ob ihr hier Liquid Elements unterstützen und eine Chance geben wollt und euch das neue Recover holt oder eben nicht. Wenn das Video für euch spannend war, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet vor allem zum nächsten Video mit mir oder Sebastian wieder ein. Servus! Thank you.
Musik.